So, heute ist es wieder mal an der Zeit für ein leckeres Köpfchen Swiss Alps pur. Von der kopftechnischen Seite her werde ich bald wieder neue Dinge zum Zeigen haben, die sind unterwegs zu mir. Bis dahin werde ich einfach mit den Köpfen rauchen, die ich habe. Hier mit dem Sarouk von Somo, featuring Alpaca. Den Swiss Alps habe ich auch schon öfters pur gebaut. Ich werde den einfach leicht andrücken, da er sehr mentholhaltig ist, damit er nicht zu stark ist. Aber das werdet ihr jetzt gleich sehen. So, also ich habe den Tabak jetzt ganz locker in den Kopf reingelegt, mit dem Gabelrücken auf Höhe des Randes hier runter angedrückt. Ich werde jetzt heute wieder mal das spannende Alufolie zeigen, da ich danach immer noch sehr oft gefragt werde. Also ich verwende zum Bauen die Alufolie von Predator. Die gibt es im Somo Shop meistens, aber oft ist sie auch ausverkauft. Aber das ist wirklich meine Lieblingsalufolie zum Bauen, weil sie extrem stabil ist. Und dann spanne ich sie einfach einmal so vor über den Kopf, auf allen Seiten runterdrücken. Dann mache ich die Lochung rein. Hier kommt es nicht so darauf an, wie schön das Ganze jetzt aussieht. Macht einfach zwei Kreise Löcher rein und dann wird das laufen. So, und ihr seht, wenn man etwas übt, kommen die auch ziemlich symmetrisch hin. Jetzt ist das Ganze natürlich wieder sehr, sehr locker. Zum Spannen forme ich jetzt mit der Hand immer so ein C hier. Und dann ziehe ich eher nach unten, nicht nach außen, an dieser Ecke, wo das C nicht ist. Und dann greife ich um und ziehe wieder nach unten. Und mit dieser Alufolie kann man wirklich extrem stark ziehen, ohne dass sie reißt. Das geht wirklich super. Dann gehe ich so einmal um den Kopf herum. So, und ihr seht, das Ganze ist schon wirklich sehr gut gespannt. Natürlich würde es noch besser gehen, aber ja, so raucht es sich auch schon sehr gut und das reicht für meine Verhältnisse. So, also zu dem Tabak brauche ich wirklich nicht mehr viel zu sagen. Ich denke, die meisten wissen es langsam. Das ist eine meiner Lieblingssorten, eine sehr, sehr leckere Spearmint, also Kaugummi-Minze-Note. Jetzt ist das Licht vom Tisch ausgegangen. Aber naja, es geht heute eher um diese Pfeife hier. Wie ihr seht, das ist etwas ganz Spezielles aus Russland. Die Pfeife heißt Bodo-Huka oder Budu-Huka. Und das Spezielle daran ist das Ausblasventil, das werde ich euch gleich noch zeigen. Die Bowl hiervon, die war nicht mit der Pfeife dabei. Hier werde ich mir noch eine andere drunter packen, aber es war gerade die einzige, die ich zur Hand hatte. Und ja, das Spezielle, wie vorhin schon gesagt, ist das Ausblasventil. Ich zeige euch das mal kurz. Also das sieht schon sehr, sehr geil aus, wenn man auspustet. Ich werde euch die Pfeife auch noch genau in einem YouTube-Video vorstellen. Das mache ich jetzt ja so. Bei Pfeifen lohnt es sich nicht so, in einem Daily Kopfer die genauer vorzustellen. Da mache ich dann einfach ein kleines Video auf YouTube. Auf dem Kanal Swiss Shisha. Aber ja, ich werde euch in der Story informieren, wenn das Video online ist. Und wenn alles gut läuft, kommt morgen schon das Video zu Zisch und Puff, auch mit einem kleinen Gewinnspiel auf YouTube. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Und ja, dann drehe ich das Video von der Zisch und Puff gleich noch. Dann war es das auch schon wieder für heute. Ich wünsche allen noch einen guten Rauch und wir sehen uns morgen wieder.